got company, people! All right, boys, follow my lead and we might all make it home. So, weg damit. Und die dürfen nicht sterben, weil der läuft so schön da rein. Oh. Komm schon, ich schaff das. Ich will, dass der Wagen explodiert. Oh, und den, auf den müssen wir aufpassen. Die sind gepanzert. Weißt du was? Ich habe da eine Granate. Ich werfe die jetzt nochmal. Ich habe immer Angst, dass ich mich selber in die Luft klärge. So. Komm schon, ihr Deppen. Wow, wo kam das Auto denn her? Das ist weit geflogen. Das macht doch Spaß, hier rumzuliegen, oder was, ne? Fuck you. Ich muss auf die warten. Jetzt habe ich echt ein Riesenproblem. So, ein bisschen Konzentration. Da habe ich die Granate nicht weit genug geworfen. Weiter. Oh, Scheiße. Nachladen. Komm schon. Oh, hier muss ich gar nicht lang. Ich sollte vielleicht darauf achten, wo die hinfahren. Was? Wo wollt ihr denn hin, Jungs? Alter, Vollidioten. Entscheidet euch doch mal für irgendeine Richtung. Jungs. Alter, was haben wir denn jetzt überhaupt für ein Gewehr? Das habe ich ja vorher... Ah, der läuft als davor. Wenn ich jetzt Granaten werfe, ist es vorbei. Ich laufe. Ich bin immer der Letzte. Wenn ich geschnappt werde, dann bin ich auch selber schuld. Okay, weiter. Jetzt haben wir es geschafft. Folge Peggy und Derek. Scheiße. Schnell hier rein, der kann uns der Hubschrauber schon mal nicht verfolgen. War die hier? Cops. Komm schon, Peggy, Derek. Passt ruhig auf, wo die Leute sind. Ich sehe niemanden. Jetzt würde ich auf sie schießen. In der U-Bahn werfe ich eine Granate. Geht doch. Haben die sich da versteckt? Nicht mit mir. Scheiße. Werden es langsam ziemlich viele. Ich muss mich konzentrieren. Wir dürfen keinen von Derek verlieren, keinen. Da ist einer, okay.
Okay, hier rein. Weiter. Scheiße, ist das spannend. Ich bin selber gerade so fasziniert davon. Fuck you! Lauf schon, lauf schon! Jetzt müssen wir laufen. Ach, fuck you! Kommt nach, Jungs! Ich bin zu weit weg. So wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Und weiter geht's. Hoffentlich kommt mir kein Zug entgegen. Zum Beispiel der hier. Geh zu der Wartungsluke. Ich hüpfe mal hoch. Geh rauf zur Straße. Hey, hoffentlich schaffen wir das jetzt endlich mal. Ich will jetzt nicht, wir haben nicht mehr so viel Leben. Ich bin jetzt auf alles gefasst. Auch dass die Polizei wieder hier ist. Deshalb lege ich immer mal die Waffe in den Anschlag. Also, das klingt falsch, aber ist so, dass ich jetzt schon mal vorbereitet bin. Bin ich hier richtig? Besorge einen viertürigen Wagen und fahre uns zum Haus von Peggy's Ma. Oh, eine scheiß Karre. Ich brauche die Karre, Jungs. Also, wir nehmen die Karre. Ich brauche nur... Der ist auch... Ah, ich dachte... Fuck you! Da kann ich nicht langfahren. Wir sind vor allen Dingen, habe ich kein Leben mehr. Moment, da ist doch die Glocke. Was heißt denn das? Ist das das Essen gewesen? Es wäre zumindest nicht schlecht, wenn wir jetzt Leben hätten. Wir verrecken. Oder war das das mit der... Dass wir den Wagen umspritzen? Wenn, dann würde ich mir lieber erstmal Essen holen. Oder die Pullen loshaben. Eins von beiden. So wie es ausschaut, kann ich hier rein. Ich weiß nicht warum. Ach, fuck you, Nico, lauf doch! Ich will Essen bestellen. Ich will Essen bestellen. Er hat sich einen Becher genommen. Der Vollidiot. Warum kann man denn jetzt hier rein? Und warum bin ich hier reingegangen? Scheiße. Fuck. Ach Mann, oh, das war aber auch scheiße. Wir hatten zu wenig Leben am Ende. Es gab aber überhaupt keine... Es gab aber auch überhaupt keine... Keine Möglichkeit, sein Leben aufzufüllen. Ich dachte, da drinnen könnte ich mir was bestellen. Und dann hätten wir das. Wir konnten aber unmöglich durch die Straßensperre fahren, weil
die haben uns auch Leben abgezogen. Die haben auf uns geschossen wie die Irren und haben uns dadurch Leben abgezogen. Und ich hatte ja noch ein Viertel Leben, aber das wurde halt immer weniger. Jetzt hat die Polizei mich getötet. Die hat mich nicht festgenommen. Dadurch müsste ich noch alles haben. Ja, wenigstens etwas. Dann können wir die Mission dann nochmal machen. Aber jetzt brauche ich eine Pause. Das kann ich jetzt nicht nochmal machen. Ich guck mir die SMS mal kurz an, aber das mache ich jetzt nicht nochmal. Dafür muss ich jetzt, da muss ich zur Ruhe kommen. Da müssen wir uns wieder eine neue Schutzweste holen und müssen uns was überlegen. Wir hatten schon eine ziemlich gute Waffe. Entweder müssen wir mehr in Deckung gehen oder wir müssen mehr Granaten werfen. Oder wir hätten, ich wäre ja schon zu Hause bei denen gewesen. Ich wäre schon durch den Tunnel und wäre schon weg. Und dann brauchte ich aber einen viertürigen Wagen, wo wir nur zu dritt sind. Keine Ahnung. Aber, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir gehen jetzt mal doch mal mit Kate. Rufen wir mal an. Machen wir jetzt mal das mit Kate noch. Begib dich gegen 9 zu Kates Arbeitsstelle. Das machen wir doch glatt. Du steigst aus. Das ist ja nett. Jawohl, so mag ich das doch. So, gegen 9 Uhr. Es ist aber noch nicht 9 Uhr. Wir wissen gar nicht, wo Kates Arbeitsstelle ist. Hoffentlich ist die weit genug weg, weil es ist erst... Ach nee, es ist schon 8 Uhr. Okay. Kates Arbeitsstelle ist ziemlich weit weg. Unsere Herzensdame Kate. Kate ist ein echt toller Name, wie ich finde. Also jetzt echt, ich finde den echt gut. Kate gefällt mir echt gut, der Name. Muss ja die Frau toll sein, das ist ja logisch. Und jetzt machen wir mal was Ruhiges zum Abschluss. Ich glaube, danach mache ich dann nochmal eine Aufnahmepause. Jetzt machen wir da nochmal was Ruhiges. Und gucken mal, diesmal wird das Date besser als das letzte Date. Also es ist ja das erste Date, aber wir haben ja da nicht irgendwie, haben wir ja nicht gespeichert und deshalb ist das praktisch das erste Date und wir sollten dann vielleicht aufpassen, dass wir dann uns nicht so schlecht benehmen wie das letzte Mal. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ist so ein bisschen wie, kann man sich vorstellen, wie der Film, na, wie heißt er denn? Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ja auch dieser eine Film mit Bill Murray, wenn ich mich nicht irre, und wie heißt die? Andy McDonald? Irgendwie sowas, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall da, wo immer dieses, wo er dann, ich weiß nicht, ist er Reporter? Ich glaube, er ist Reporter und er recherchiert, wie heißt denn das Wort? Er berichtet, so heißt es. Er berichtet über ein Murmeltier-Event. Und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie war das? Das ist so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Und auf jeden Fall wacht er immer wieder an ein und demselben Tag auf. Also er geht ins Bett und wenn er aufwacht, dann ist wieder genau derselbe Tag, Murmeltiertag. Und da ist dann diese Frau und da kann er dann, ich weiß nicht, wie oft er das macht, und da versucht er sich jeden Tag auf irgendeine andere Weise zu erobern. Und sie weiß halt natürlich nie, dass die praktisch schon öfters irgendwie was praktisch hatten, weil es ist ja immer wieder derselbe Tag gewesen und nur er weiß, dass derselbe Tag immer und immer wieder kommt und es ist immer wieder Murmeltiertag. Ich glaube, so war das ähnlich. So ähnlich war das. Das ist jetzt praktisch hier genauso. Wir wissen schon, wie wir es gemacht haben und das können wir jetzt besser machen, was wir letztes Mal schlecht gemacht haben. Und das konnte er ja auch. Ich glaube, da hat er dann, weiß ich, irgendwie sowas und das gefiel ihr nicht und dann wusste er schon am nächsten Tag, weiß ich schon mal, das sage ich nicht. Irgendwie sowas war das. Ich glaube, das ist aber auch... Alter, das ist so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Da war ich noch relativ klein. Da weiß ich gar nicht mehr, Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Film aufgehört hat. Müsste ich eigentlich mal wieder gucken, wenn er im Fernsehen kommt. Könnte ich wirklich mal machen. Fällt mir gerade so ein. Toll, was einem so alles so einfällt, wenn man einfach nur so vor sich hin quatscht. Okay. Ach, super. Ui, so. Auf jeden Fall ein toller Film, das weiß ich noch. Sonst hätte ich mir auch nicht so viel gemerkt. So, ich hole mal Kate ab. Kate ist hier und arbeitet hier. Und wir werden mit Kate nichts trinken gehen.
bring Kate irgendwo hin, wo sie Spaß hat. Sie hatte zwar Spaß am Trinken, das kann ich verstehen, aber wir haben viel Spaß gehabt in der Autowaschanlage. Wo war euer erstes Date? In der Autowaschanlage. Ich komme darüber nicht hinweg, dass ich da immer wieder hinfahren kann. Ich würde sagen, wir essen mit ihr, oder wir gehen in eine Bar trinken. Ja, super, das wollte ich ja gerade nicht tun. Aber es ist das Nächste, was hier ist. Ah, Entschuldigung, musste ich husten. Da ist sie aber wieder betrunken. Ich will jetzt aber nicht riskieren. Die kam ja letztes Mal aus dem Restaurant, aus dem Ding gar nicht raus. Ich würde sagen, wir gehen mit ihr klacken Bell. Ich lade sie einfach mal ein zu einem netten Essen. Thanks, Kate. It's okay, isn't it? This is nice, isn't it? What's nice? I don't know. Getting out, doing stuff, not working or fighting with my family. Getting to know you. It's nice to get to know you too. It seems like I've gotten pretty close to everyone else in your family. Poor bastard, you have. I don't normally socialize with people that know my family. Try to keep those two sides of my life separate. I guess it's nice to be honest for a change. Rather than keeping my secrets about my family from you, you're probably keeping secrets about my family from me. No comment. You don't normally take guys you date back to meet the family? Date? This isn't a date, Nico. We're just getting to know each other. We might be friends and that's all. I couldn't date you. Someone like my brothers? I couldn't do that to myself. All right, then. This isn't a date. We're just two people hanging out. That's it. But it's nice. I'm enjoying myself. Me too. Dann sind wir jetzt da. Fast food, um Gottes Willen, wir müssen lebensmüde sein. Das findet sie. So, bringen wir sie wieder nach Hause. Sie hat auf jeden Fall nicht geschrien und ist als erstes in den Laden gerannt. Ups, Kate nach Hause bringen. Die sagen gar nichts. Ach, ich dachte, die unterhalten sich noch über den netten Abend, den sie hatten, aber sie ist, glaube ich, so voll gefressen, dass sie darüber gar nichts mehr zu berichten weiß. Oder sie haben sich so gut bei dem Essen unterhalten, aber wenn sie sich so gut bei dem Essen unterhalten hätten, dann würden sie sich auch weiter gut unterhalten in dem Auto. Glaube ich. Ach, das guck mal, wo Kate wohnt. Das hätte ich ja, als hätte ich es gewusst, dass sie hier wohnt. Um die Ecke von dem Klackenbell. Dann ist sie ja... Ach, das ist Peggys Wohnung. Ah, okay, das ist ja interessant. Manchmal, weiß ich nicht, wie schnell diese Wege hier sind. Manchmal kommen sie mir ellenlang vor. Manchmal so unglaublich schnell. Ach, hier geht's. Diesmal zu dem Punkt. Okay. Küsschen, Kate. Drücke Eingabe, um dein Glück zu versuchen. Drücke Rücktaste, um dich zu verabschieden. Ich versuche... Ach, Schloch. Ich versuch's einfach mal, weil mehr als Nein sagen kann sie nicht. I enjoy talking with you. Don't be a creep. We're friends. Well, good night then, Kate. Hey, it's me. Did you see the video I sent you? Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es echt gewesen wäre, weil sie ja schon gesagt hat, es ist nun kein Date. Das hätte ich nie versucht. Aber wir haben trotzdem was bei Kate gut. Und das Spiel wurde gespeichert. Und, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt die nächste Mission irgendwie anfangen, weil wir schon fast im Zielkreuz stehen, es schreit eigentlich danach, aber ich, würde jetzt gerne eine Aufnahmepause machen und, dann würde ich sagen, den Ray haben wir jetzt gar nicht weiter, ne? Der Ray ist gar nicht auf unserer Karte. Ich guck gerade mal. Nein, es gibt keinen Ray, es gibt nur Peggy. Und da einer da gestorben ist, weiß ich jetzt nicht. Michael, war das Michael? Ich glaube, Michael war das. Da der gestorben ist, das ist natürlich jetzt ein Ding. Der Dingstyp, der Gary, hat ja gesagt, wenn irgendwie wir seine Familie verarschen oder was, dann knüpft er sich unsere Familie vor. Jetzt ist natürlich bei dem Banküberfall jemand gestorben aus seiner Familie. War das, glaube ich, aus seiner Familie? Ich glaube schon. Könnte natürlich sein, dass er sich an uns rächt. Aber das probieren wir das nächste Mal. Und wir sind ja so weit gekommen bei dem Peggy, dass wir das, glaube ich, nächstes Mal mit Leichtigkeit schaffen werden. Und dass das kein Problem werden wird. Und wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert. Wir haben es ja zweimal angefangen und sind bei dem einen Mal so weit gekommen. Vielleicht hätten wir auch einen anderen Wagen suchen müssen, der größer und stabiler ist. Aber dann hätten sie trotzdem auf mich geschossen. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja, ich habe gerade so überlegt, ja, ein anderer Wagen hätte auch nicht gebracht. Müssten irgendwie Medizin finden oder irgendwo was essen, aber das ging ja nicht. Oder wir müssen erst versuchen, die Polizei abzuhängen, bevor wir durch die Straßensperre brechen wollen, bevor wir nach Hause gehen.
wollen können. Wenn das funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht ist der Radius auch immer so groß, dass wir gar nicht daraus kommen und erst zu der Mutter fahren müssen. Der Weg wird ja auch direkt eingezeichnet. Wir müssen nicht vorher die Polizei abhängen. Also ist das anscheinend ein sicheres Nest. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns das nächste Mal an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.